Und damit herzlich willkommen zurück zum Metro Exodus. Wir sind jetzt fast da. Da, seht ihr das Feuer ganz oben? Ja. Das ist der Kontrollposten. War es zumindest mal. Jetzt ist es ein Schrei. Näher an Gott, versteht ihr? Nicht so richtig. Dort müsst ihr hin. Ich lenke jetzt die Wachen ab. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie das funktioniert hier. Also, was wir hier machen sollten. Sollen wir los? Wer zuerst da ist, hat gewonnen. Hals und Beinbruch. Bruder, entspann dich, ne? Die Aurora begibt sich live in Position. Wir sind dann bereit, auf euer Signal hinzugehen. Verstanden? Wir machen das schon. Ende. Genau wie Vater Silantius es vorhergesagt hat. Wer ist eingetroffen? Satans Sklaven! Hast wohl die Morgenpredigt verpasst, hm? Nein, hab ich nicht. Eines Tages wirst du dafür losgeschickt, um Dämonen zu bekämpfen. Oh, aber es war doch noch so früh. Sag mir einfach, was er erzählt hat. Also gut. Während der Predigt kam tatsächlich ein Ketzer. Unsere Leute eilten dorthin, um den Heiligen Vater zu retten. Aber der Ketzer legte fast alle auf. Er ließ auch die Unbewaffneten in Ruhe, wo er zufällig dort war. Ist wohl doch nicht so ganz unmenschlich, dieser Ketzer. Ganz zu schweigen davon, dass diese Katja und ihre Hexenbrut in dem Durcheinander entkamen. Ein paar Leute haben sie später angeblich bei den Ketzern gesehen. Weißt du, Simon ist zurück. Zurück? Aber er und Kyrill haben doch geschworen, die Dämonen auszulöschen. Danach kommt man nicht einfach so zurück. Was in Gottes Namen? Ihr habt mich nicht gesehen. Zurück, machte an der Kirche ein großes Gewese und bekam auch noch seinen Willen. Jetzt sollen wir für diesen Ketzer beten, anstatt für Simon. Verstehst du das? Oh, weißt du, ich hab nachgedacht. Was wollen diese Ketzer? Ach, sie wollen einfach auf die andere Seite, das ist alles. Dann kreuzigte er sich, küsste den Altar und ging zurück. Zu dem Mond. Alles ist besser. Eine bessere Seele. Er wird das Beten übernehmen. Oder Vater Silantius höchstpersönlich. Ja, nichts. Wir sind doch die Rechenschaften. Wir haben Vater Silantius. Gott behüte Sie. Das meine ich nicht, Junge. Du bist dämlich. Na dann erklär es besser. Warum ist es da, wo die Ketzer leben, besser? Was bringt es dir, das zu erklären? Du stehst nur rum und gelangst, während die Ketzer vielleicht schon hier sind. Wo? Überall. Sieh dich um, deine Augen sind noch jung. Und ruf, wenn du etwas siehst. Verstanden? Wie großartig wäre jetzt. Verstehe ich nicht. Mal ehrlich, warum ist das da, wo die Ketzer leben, so gut? Wem gefällt es da? Ich verstehe das nicht. Wieso kann ich denn hier nicht hoch? So viele herumliegende Dosen. Wieso zum Teufel? Ich hasse dieses Spiel manchmal. Manchmal kann man einfach hinter denen so hergehen, so wegklatschen nacheinander und manchmal hören die ein. Ich merke, ich sollte nicht mehr so schnell agieren. Aber ich wusste gerade auch ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich lang gehen soll.
Wir versuchen es mal hier lang. Bang. Ich würde hier gerne so viele wie möglich platt machen. Ganz einfach, damit die sich nachher nicht so wehren können. Okay, ich habe keine Ahnung, ob die mich jetzt entdeckt haben oder nicht. Haben sie nicht, okay, perfekt. Ich speichere mal eben. Ich ergebe mich. Gut. Wir werden ja trotzdem alles ausschalten. Ich habe jetzt nicht gekämpft. Also ich habe niemanden angegriffen. Sehe ich das richtig? Wir kloppen ja natürlich trotzdem alles um. Nicht, dass sie sich nachher doch anders überlegen. Wir bringen ja niemanden um. Das ist ja mein einziges Ziel, hier niemanden umzubringen eigentlich. Ah, auf den Dingern könnte man den letzten Teil zum Beispiel noch spielen. Gibt's hier irgendwas Cooles? Also haben wir schon ein bisschen gelootet, aber... Hallo. Danke. Danke. Die Frage ist ja jetzt auch, haben wir alles... Also haben die sich jetzt alle ergeben hier? Glaube ich nämlich irgendwie nicht dran. Aber werden wir gleich sehen. So, haben wir die Tür auf. Kurz nachladen. Wir haben uns auf jeden Fall bis jetzt gewaltfrei. Ja, gewaltfrei jetzt nicht, weil wir haben die schon ausgenockt, ein paar hier. Mit ein paar meine ich alle. Aber doch recht gewaltfrei und mordfrei auf jeden Fall hier durchgearbeitet. Müssen wir jetzt nach oben? Gehen wir davon aus, wir haben jetzt 9 Minuten. Klar konnte ich das, aber ich wollte nicht. Und aus dem Himmel regnete es Raketen. Und die Erde verbrannte zu Asche. Und das Meer kochte. Und Menschen verwandelten sich in Affen. Doch unser Kloster überlebte. Denn hier leben die Gläubigen. Und es war der Herr in all seiner Gnade und seinem Wissen, der einen von ihnen auserwählte, einen des Namens Silantius. Und so sprach der Herr, ich werde bei euch sein und euch Schutz bieten, solange ihr euch treu hingebt und satanische Technologie ablehnt.
Okay. Lehnt ihr Satans Täuschung ab, die da bezeichnet wird als elektrische Spannung? Das verfluchte Geschenk, das der Feind den Narren gab, auf das sie sich über jeden Ziel und Tadel erheben, über Gott erheben und mächtiger sind als er. Wir lehnen ab! Ich lehne deine Religion ab. Eieiei. Stellen wir uns gegen sie, denn dies ist unsere Stunde des Ruhms. Amen. Amen. Ich möchte ja ungern was sagen, aber euer Zarfisch ist hinüber. Seine Bestrafung für ihre Sünden, die unsere Feinde spüren werden. Und alle, die vor unseren Toren stehen, werden wie der Staub im Winde zerstreut. Sein Wille geschehe! Sein Wille geschehe! Denn er wird Alter, Bruder, stopp jetzt! Wir sind nur auf der Durchreise. Lasst uns friedlich durch, dann wird niemand erschossen. Wir waren die ganze Zeit nachsichtig mit euch und Katja hat selbst darum gebeten, mitkommen zu dürfen. Hast du mich verstanden? Ich verstehe. Erst bringt ihr die heimischen Halsabschneider um und dann stürzt ihr euch auf uns? Werdet ihr auch Alte und Kinder töten? Oder habt ihr schon genug Blut getrunken? Geht und verschwindet für immer. Gott mag euch für eure Sünden bestrafen. Aber meine Aufgabe ist es, meine Herde zu hüten. Hört mich, Brüder! Stellt euer Feuer ein! Hört ihr mich? Ich exkommuniziere jeden, der schießt! Ich habe getan, was ich konnte. Nicht schießen! Sagt dem Fahrer, dass er langsam fahren soll! Haltet nicht an, sonst könnte die Brücke einstürzen! Ihr müsst jetzt springen! Oh, Robert, Yukia, wir haben eine Vereinbarung. Sie lassen uns durch, wenn wir nicht schießen, langsam fahren und nicht anhalten. Wiederholt, nicht anhalten. Ende. Let's go! Artyom, lass uns springen! Das haben wir gut gemacht, was? Ja, das haben wir friedlich geregelt, würde ich sagen, ne? Keine Toten bei den Fanatikern. Ich glaube, gar keine Toten bei den Fanatikern, ne? Einen, den ich beschützen wollte, was ich nicht geschafft habe. Wir haben die Wolga hinter uns gelassen. Vor uns erstrecken sich jetzt die endlosen Weiten Russlands. Die Brückenbewohner haben letztendlich beschlossen zu glauben, wir seien keine Dämonen. Daher ließen sie uns durch. Anna hatte recht. Wir sind in ihre Welt eingedrungen und wir sollten sie nicht zerstören, wie dumm sie auch erscheinen mag. Elektrizität ist eine Sünde. Ist das wirklich schlimmer als die Lügen, die uns in der Metro erzählt wurden? Nicht wirklich. Dass die ganze Welt tot sei und man nirgends mehr hin kann? In den Tunneln hat jeder diese bequeme Lüge geglaubt. Sobald wir Yamantau erreichen, werden wir wenigstens wissen, ob diese Lüge gerechtfertigt war.
Bislang gab es keine Anzeichen feindlicher Besatzungstruppen. Ja, das werden wir sehen. Ehalten, um weiterzuspielen. Es scheint kein richtiges Open World zu sein, aber so halb Open World. Gefällt mir sehr gut. Atyam. Atyam. Nimm die Finger von meinem Schritt. Cooler Wagen, by the way. Ist der schon auf? Artyom, der Oberst will dich im Führerstand sehen. Noch nö. Wir sehen uns später. Super. Wach auf. Lass mich los, du blöde Pute. Oh, ein bisschen knicke die knick knack oder? Gute Höhe. Was hast du gut gemacht? Wir sind nicht mehr zu Hause, daher handeln wir besser so wie du. Ganz vorsichtig. Es sind ja nicht mehr viele Menschen übrig. Ich hoffe daher, dass wir eines Tages anderen vertrauen können, denn sie sind auch Menschen. Langweile ich dich? Tut mir leid, ich bin heute in philosophischer Stimmung. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Spiel ist. Hier, Atyam. Kann ich mich daneben setzen? Ja, kann ich. Nice. Ich mag sie zwar nicht, aber ich mach's trotzdem. Das ist so schön. Ich wünschte, so könnte es ewig sein. Atyom, als du damals in Moskau auf diese Ruinen geklettert bist, mit deinem Funkgerät... Das ist 3 Tage her. Hast du dir da überhaupt vorgestellt, wie unser Leben an der Oberfläche sein könnte? Ein Zuhause. Ein Ort, an dem man leben kann. Eine Holzhütte an einem Waldrand. Oder wie wäre es mit einem Bungalow an einer Küste? Hört sich gut an. Obwohl es... irgendwie schön ist, einfach irgendwo hinzufahren. Gemeinsam. Durch die verlassenen Bahnhöfe, die Ruinen, das Ödland. Insbesondere in unserem eigenen Privatabteil. Sind das nicht unsere Flitterwochen? Bestimmt sind sie das, wenn auch etwas spät. Bisher hatten wir allenfalls ein paar Flittereinsätze. Weißt du, ich habe mal mit Katja gesprochen. Jetzt sitze ich hier und denke an diese Brücke und die Leute dort. Wir haben 20 Jahre im Untergrund gehockt und sie nicht. Na und? Das sind nicht dieselben Menschen, die einst Städte, Flugzeuge und Raketen bauten. Sie sind wie wir in der Metro, nur noch entmutigter. Im Wesentlichen sind sie Sklaven. Wirklich. Sie arbeiten am Tag und beten in der Nacht, immer unter Beobachtung und Anleitung. Alles ist unter Kontrolle. Alles wird von der Allgemeinheit entschieden. Naja, ich meine von Silantius. Sie kennen nicht einmal Eigentum. Selbst ihre Socken gehören der Allgemeinheit. Sie sind so verblendet von seinen lächerlichen Lügen über Elektrizität. Natürlich lassen sich nicht alle so leicht zum Narren halten. Aber wenn sie es wagen zu zweifeln, müssen sie büßen. Einen elektrischen Dämon mit Gebeten und Kreuz exorzieren. Aber das gleicht einem Todesurteil. Wie kann eine Taschenlampe gefährlich sein? Oder ein Funkgerät? Aber nein, sie meiden alles. Sie verstecken sich und beten. Wie schafft man es nur, Menschen innerhalb weniger Jahre solch lächerlichen Müll glauben zu lassen? Menschen sind im Allgemeinen sehr leichtgläubig, was Lügen betrifft, nicht wahr? Solange diese Lügen bequem sind oder wenigstens vertraut. Nehmen wir mal uns in der Metro. Also gut, wir haben die Besatzungstruppen noch nicht getroffen. Wenn wir mal das Shirt außer Acht lassen, das ich an der Antenne fand. Katja und Crest haben sie auch nie gesehen. Aber vielleicht gibt es da draußen welche. Und wenn ja, dann haben sie uns zu Hause nicht einmal davon erzählt. Sie haben uns nicht gesagt, dass der Krieg noch nicht zu Ende ist. Sie haben uns nur glauben lassen, dass es außerhalb der Metro kein Leben gibt. Sie haben uns angelogen, pausenlos angelogen. Die ganze Zeit. Hatten sie gute Absichten vielleicht? Aber die Metro ist ein Schloss, das auf Lügen gebaut ist. Verdammt, bin ich wütend. Und bislang haben wir noch keinen einzigen Feind getroffen. Egal, wie weit wir gekommen sind. Ist das nicht merkwürdig? Aber Papa will davon nichts wissen. Bleib wachsam, seid vorsichtig, der Feind schläft nie. Du weißt, wie sehr ich meinen Vater liebe. Trotz allem. Aber was, wenn alles, was uns erzählt wurde, nur weitere Lügen sind? Ich hoffe, wir finden heraus, wie die Wahrheit aussieht, sobald wir Yamantau erreicht haben. Puh. Tja,
Ich fühle mich jetzt viel besser, nachdem ich dir das gesagt habe. Danke, dass du mir zugehört hast, Artyom. Lass uns hier einfach noch etwas sitzen bleiben. Schon gut, geh nur. Papa wollte irgendwas von dir. Okay, ich hatte ja so einen Knicke, die Knick-Knack gedacht, Mädchen. Aber scheinbar nicht. Oh, guck mal, da kann ich auch sitzen. Cool. Ah, ich kann Musik hören. Ah, Musik hören sollte ich vielleicht nicht. Okay, Tagebuch, Team, neue Welt, Lebenswesen, Ausrüstung, Waffen. Okay, dann gucken wir uns mal anders an. Nächsten Fahrt vielleicht. Ich gehe davon aus, dass wir... Mach mal aus hier, ist ja Stromverschwendung. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier nicht mehr in diesem Part rauskommen komplett. Ach du Hallo! Hallo! Hat schon seine Werkstatt eingerichtet. Das ist super, wir haben das Ding übrigens mitgenommen. Mal gucken? Die ist so cool! Hier, Onkel Artyom. Ah, hi Artyom. Wie gefällt es dir? Gereicht den höchsten Ansprüchen. Coole Werkbank auf jeden Fall. Was hältst du von dieser Werkbank? Hm? Alles in Griffweite und trotzdem noch so viel Platz. Ist gut. Das meiste von dem, was ihr draußen gefunden habt, ist in diese Werkstatt eingeflossen. Also vielen Dank dafür. Das müssen wir auch weiterhin so machen. Offenbar haben wir eine lange Reise vor uns und Nützliches wie Munition und Ausrüstung wächst nicht auf Bäumen. Und je weiter wir uns von Moskau entfernen, desto schwieriger wird es vermutlich, die Sachen zu besorgen. Also denk immer dran, alle Materialien einzusammeln, die du finden kannst. Es gibt so viel zu tun. Ich weiß noch nicht, wo ich an den Anzügen arbeiten werde, aber das wird sich bald zeigen. Es wird höchste Zeit, dass wir unsere Uniformen reparieren. Ein paar unserer Leute sehen bereits ziemlich zerlumpt aus. Dukes Schutzweste trägt den Rückenschutz nicht mehr. Daher witzelt er, dass es zum Glück nicht der Brustschutz ist, sonst wären seine Zehen in Gefahr. Wie auch immer, ich werde die kleine Bande wieder zu einer echten Armee machen. Top. Gut, das reicht. Genug angegeben. Ich will nicht weiter deine Zeit beanspruchen. Der Oberst hat dich zu sich beordert. Ich habe Sachen zu erledigen. Ihr macht eure Ausrüstung immer so schnell kaputt. Aber nichts, was ich nicht reparieren muss. Bruder, ich wette, ihr habt im ersten... Abteil was verpasst. Was möchtest du denn fragen, Bastian? Onkel Tuckerer, hast du eine Nähmaschine? Nein, habe ich nicht. Aber wie reparierst du denn dann die Anzüge? Wie alle anderen. Ich nehme Nadel und Faden und nähe mit kleinen Stichen. Wow, cool. Kannst du mir das beibringen? Na klar, aber später. Ich habe noch zu tun. Lässt du mich dann Sams Gewehrgurt nähen? Naja, ach, klar doch. Oh, aber nur unter Aufsicht. Sam ist sehr streng, weißt du? Hurra! Und Onkel Sam ist gar nicht streng. Er ist total nett. Also gut, sieh mal her. Ich zeige es dir einmal. Und jetzt machen wir das. Verstehe. Da musst du vorsichtig sein. Siehst du? Ja. Ich denke, wir hören sie dann nebenbei. Und jetzt von dieser Seite. Okay, es wurde eine ganze Menge weggenommen von unseren Ressourcen. Da musst du vorsichtig sein. Aber es ist wenig Problem. Siehst du? Ja. Haben wir neue Sachen gefunden von unseren Waffen? Sieht nicht so aus. Da bleibt schön der Schalldämpfer drauf. Und das Traumemagazin natürlich auch. Hier haben wir auch nichts Neues. Ich weiß, normalerweise wird uns angezeigt, wenn wir was Neues haben. Ich vertraue dem nicht. Ja, die Gasmaske ist ja sogar heiler, Alter. Hä, uns fehlen ja wieder ganz viele Sachen. Was soll das denn?
Okay, uns fehlen ganz, ganz viele Sachen. Das mag mir aber nicht gefallen, naja. Ja. Raucherpause? Das ist gut. Na komm, wir rauchen dann mit ihm. Kinder, nicht rauchen. Rauchen ist scheiße. Ganz schön stark. Verdammt, ist die stark. Naja, aber nicht so stark für uns. Also ihr seid schon die richtigen Typen. Du, der Oberst, Duke. Dieser Typ hat an der Brücke Großes geleistet. Und jetzt prallt er damit wie ein Kind. Er ist wirklich ein Kind, aber er ist gut. Ja, was wollte ich gerade sagen? Danke, ihr habt mich akzeptiert und ich bin ein einfacher Mann. Ich werde die Schuld begleichen. Bruder, du bist cool. Wie gefällt's dir hier so nach den Tunneln? Freiheit, hä? Ja. Klar, so viel Platz. Kommt mir auch leer vor. Nur Gräser und Ruinen und diese verdammten Mutanten. Ich hasse sie. Auch wenn ihr die Regierung letztendlich zu sehen bekommt. Sei jetzt nicht sauer, Bruder, aber sagt mir einfach, wofür zum Teufel braucht ihr sie überhaupt? Das wüsste ich auch ganz gerne. Klar, es könnte interessant sein, sie mal zu sehen. Aber während meiner Wanderung habe ich nur zwei Sorten Ex-Regierungsbeamte getroffen. Tote und Bandenanführer. Und lass dir gesagt sein, letztere sind viel schlimmer als der Durchschnittsbandit. Sie labern immer dumm herum, bevor sie etwas Schlimmes machen. Was ich damit meine ist, selbst vor dem Krieg war mir die Regierung ziemlich egal. Und jetzt, nachdem alles den Bach runtergegangen ist, noch viel mehr. Also, wofür? Hä? Ich bin ein einfacher Mann und hab dir gesagt, dass ich zu dir stehe. Also müssen wir lange miteinander auskommen. Aber ich würde lieber eine hübsche Heimat finden, anstatt die Regierung zu suchen. Klar, sie könnten uns Luxusbunker oder so bieten. Mir scheint kalt zu sein, Archam. Wärm dich etwas auf, ich rauch noch einen. Muss ein wenig nachdenken. Oder bleib einfach, haben ja jetzt genug Platz. Das stimmt, wir haben echt viel Platz jetzt. Hat er noch was zu erzählen? Ich will natürlich die ganzen Geschichten mitnehmen und so, das interessiert mich schon. Aber scheinbar nicht. Ich habe einen kleinen Wagen mitgenommen, das finde ich ziemlich geil, den da. Das gefällt mir sehr gut. Nastia spielt mit ihrem Teddy, das ist auch sehr schön. What the fuck, habe ich lange Arme scheinbar. Nastias Brief. Lieber Papa, ich schreibe dir, damit du weißt, wo du Mama und mich suchen musst, wenn du zurückkommst. Weil Mama und ich wollten bleiben. Aber Silantius sagt, wir müssen zum Turm gehen und das Auto stehen lassen. Und ich darf das nicht. Was? Was? Warte. Und das Auto stehen lassen. Und ich will das nicht. Ich wollte im Auto auf dich warten. Aber Mama sagt, ich darf nicht. Und Silantius hat gesagt, du kommst nicht wieder, weil du die Glaubensprüfung nicht bestanden hast. Er ist ein doofer Lügner, weil du gar keine Prüfung glaubst. Weil ihr Glauben dumm ist. Das hast du mal gesagt. Mama hat nichts gesagt, aber ich weiß, dass sie auch auf dich wartet. Also bitte komm bald zurück und hol uns von den Blödmännern weg. Ich liebe dich ganz doll. Nastja. Ja, wir haben übrigens echt viele Sachen nicht gefunden. Das ist enorm krass. Frühling haben wir jetzt übrigens schon scheinbar. Guck mal, da ist noch Winter, die Wolga, Moskau, Memo, Winter, die Wolga und Frühling. Wir haben echt viele Sachen bei der Wolga noch nicht gefunden. Ich glaube, wenn ich das Spiel nochmal privat spiele, spiele ich es böse. Also ich mache alles platt, was ich sehe und ich sammle jeden Brief ein. Gut. Wir könnten das ja natürlich erzählen, dass ihr Vater tot ist. Wir wissen das ja. Wir sind im einen Part ja herausgefunden, mehr oder weniger. Wir haben ja diese Kassette, glaube ich, gefunden. War es ein Brief oder war es eine Kassette? Ist, glaube ich, Oberst seine Zelle. Artyom, komm rein und setz dich. Stepan will uns etwas vorspielen. Und Artyom, bereit für eine Jam-Session? Na los, schnapp dir die Gitarre. Gut, wenn du das sagst. Wird euch gleich beeilen.
Wo haben wir auf einmal zwei Gitarren her? Ich wette hierauf ist Copyright. Und warum liegt eine Knarre auf dem Tisch? Heutige Part ist deutlich länger, denke ich. Danke, Stefan. Tut mir leid, wenn ich frage, Katja, aber Nastjas Vater, er ist tot, oder? Weiß Nastja das? Ja, ist er. Ich wollte es vor ihr verbergen und sagte, er sei zum Markt gegangen. Etwa 3 Tage vergingen und ich behielt es für mich. Ich saß da mit einer Nadel in der Hand und konnte nichts sehen. Schwarz vor Augen. Dann schlich sie sich zu mir und sagte, du musst weinen, Mama, dann fühlst du dich besser. Senja hat es mir gesagt. Also weinte und weinte ich. Sie weiß es. Sie weiß alles. Es tut mir leid, Katja. Es tut mir so leid. Ich erzähle dir mal, wie wir zur Brücke gekommen sind. Früher haben wir noch nordwestlich von hier gelebt. Recht nah zumindest, Luftlinie. Aber wir haben 1 Monat gebraucht. Da draußen ist alles zu Schutt gebaut. Jermak fragte danach und ich habe es ihm gesagt. Senja hat immer gesagt, dass da draußen viele Rüstungsfabriken sind. Natürlich nicht nur Rüstungsfabriken, sondern auch zivile Industrie. Und jetzt ist die Strahlung dort so hoch, dass man nicht mal mit Filtern durchkommt. Auch keine Eisenbahnstrecke mehr. Nur 1 Krater nach dem anderen. Wir waren weit weg, aber unser Zähler klickte trotzdem wie verrückt. Eine Route schien intakt zu sein. Dort gab es nichts zu bombardieren. Also fuhren wir dort entlang. Wir dachten, so kämen wir weiter nach Westen, aber... Aber natürlich ließen sie uns mit der Diesellok nicht über die Brücke und sagten, sie sei satanisch. Sie wollten uns aber aufnehmen, wenn wir ihnen die Lok zur Läuterung überließen. Also blieben wir. Und dann konnten wir nicht mehr weg. Dieser Vater Silantius hatte all deine Gehirnwäsche verpasst. Also beteten und verbeugten sie sich ununterbrochen. Sie nahmen unsere Diesellok mit bloßen Händen auseinander und warfen die Stücke in den Fluss. Läuterung. Und obendrein bestraften sie uns noch, weil wir ihnen nicht halfen. Senja ging los, um nachzuschauen, was da los war. Und da waren nur Einheimische. Weil Silantius, dieser alte Arsch, unsere Leute geschickt hatte, um sie zu prüfen. Er hatte gesagt, wenn sie wirklich akzeptiert werden wollten, müssten sie einen Dämon besiegen. Senja ging los, um sie aufzuhalten. Aber es war zu spät. Er fand nur noch verbrannte Stoffreste. Und dann schickten sie ihn, um dasselbe zu tun. Er kam nie zurück. Katja, es tut mir leid. Ich wusste ja nicht. Nein, das wusstest du nicht. Was geschehen ist, ist geschehen. Es ist so trostlos hier drin. Stepan, vielleicht kannst du uns was vorspielen. Aber klar!
Ich glaube, dass hier nicht mehr viel passiert. Wir gehen mal. Storytelling ist gut. Muss ich sagen. Ja, hör endlich auf damit. Tja, was hast du erwartet? Was stimmt denn nicht mit deiner Schutzweste? Tuckere versauert. Ah, eine lange Geschichte. Du spielst so schön. Komm schon, raus damit. Naja. Da sitze ich also auf einem Stahlträger und beobachte Artyom, wie er unten herumläuft. Ach, du hast es echt drauf? Artyom hat den Großteil der Arbeit erledigt. Das hat er, ja, das hat er. Du darfst mich beim Lügen aber nicht unterbrechen. Schließlich hast du selbst nach der Weste gefragt. Also gut, mach weiter. Ich sehe also, wie Artyom zu dieser Tür geht und denke, dass ich so langsam runter sollte. Aber irgendwas hält mich fest. Was denn? Woher soll ich das wissen? Es ist dunkel, keiner da. Aber ich kann mich nicht bewegen. Und diese Einheimischen redeten ja immer von diesem Zar-Ding. Also denke ich, da gibt es eine Verbindung. Der ist tot. Und? Also löse ich den Sicherheitsriemen und springe runter. Da unten ist eine Scheune. Das Dach ganz nah. Und was ist mit dem Zar? Ach, der Zar ist riesig. Unheimlich wie nichts. Dann ist da dieser rostige Nagel und mein Träger verhakt sich daran. Tja, du kannst vom Glück reden, dass du schon einen Spitznamen hast, Duke. Das ist zum Totlachen. Und was passiert dann? Oh, dann springen wir auf diesen alten Prediger. Naja, hauptsächlich Artyom. Glitt zu ihm wie ein Falke. Ja, er ist echt gut. Während ich über diese Träger klettere und den Zar bekämpfe. Oh, ich lach mich tot. Naja, im Grunde hat er das ganze Problem gelöst. Das kannst du so nicht sagen. Wohl wahr. Gut gemacht, Artyom. Danke. Ja, das habt ihr beide gut gemacht. Crest auch. Klar. Er hat die Wachen wunderbar abgelenkt. Ich habe mir fast vor Lachen in die Hose gemacht, als sie das Holz ranschafften. Er ist ein Künstler. Ja, er ist echt klasse. Ihr seid echte Helden. Quatsch. Panther schreibt nach. Was? Einem Schnaps. Volltreffer, du bist jetzt wirklich einer von uns, Sam. Schließt du dich uns an? Nee, noch nicht. Beim Essen vielleicht. Na, dann musst du aber ordentlich aufholen. Klar doch. Egal. Wir gönnen uns jetzt was zum Aufwärmen. Prost, Leute. Klasse. Ich schätze, ich muss jetzt mit jedem Einzelnen nochmal reden. Gutes Zeug. Leute, ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht. Was erwartet ihr so von dieser Reise? Ich selbst möchte gerne wieder nach Hause kommen und Svetter von meinen Abenteuern erzählen, damit sie mich mit ihren großen, grauen Augen ansieht und sagt, du bist ein Held, Liebling. Also erwartest du Heldentaten und Narben. Das ist gut. Und warum bist du dabei? Na ja, mein Herz sehnt sich nach einer Romanze. Aber in der Metro wollten alle Frauen eine feste Beziehung, einen verlässlichen Ehemann, einen echten Versorger. Lass das suffisante Grinsen. Ist ja nicht zu ertragen. Hier hatte ich bislang auch noch kein Glück. Seit Katja an Bord ist, turtelt Stepan wie ein stolzer Pfau mit ihr. Sei froh. Katja ist ein hartes Mädchen. Du ständest ihm nur unter ihrem Pantoffel. Sehr unwahrscheinlich. Es ist nicht meine Art, mit einem Freund um eine Frau zu holen. Insbesondere, wenn dieser Freund mir droht, den Arm zu brechen. Rip Allah. Ja, ihr merkt schon, das wird ein recht laberlastiger Part. Aber Brücke war ja ganz. Ach, ich werde schon früh genug Glück haben. In Yamantau haben sich bestimmt Frauen aus dem ganzen Land versammelt.
Bestimmt, Junge. Was ist mit dir, Damir? Weshalb bist du hier? Naja, anfangs wollte ich bei euch und dem Oberst einfach nur mitmachen. Aber dann dachte ich, das ist meine Chance, mir meinen Traum zu erfüllen. Eine Chance, Kasachstan und meine Leute wiederzusehen. Aber zuerst müssen wir zurück nach Moskau. Denn das ist nicht fair. Die Leute sollen wissen, dass sie schon genug auf sich genommen haben. Sie sind frei. Sie können jetzt draußen leben. Was meinst du dazu, Idiot? Da gebe ich dir recht, Amir. Trotzdem ist die Freiheit nicht so einfach. Es gab mal diesen Freiheitskämpfer, Che Guevara. Ist nicht mal 40 geworden. Genosse Mao hingegen, dessen Bücher du durchgesehen hast, war ein strenger Herrscher, lebte aber lange. Naja, das hätten wir von dir erwarten sollen. Ist schon seltsam, dass du Idiot genannt wirst. Klar, das hat er selbst so gewollt, weil er Tschechow so mag. Tschechow auch, aber hauptsächlich Dostojewski, Sam, mein Freund. Klar, ich hab das Buch auch gelesen. Ich verwechsle die beiden nur ständig. Tschechow hat mal über die Sonne von Austerlitz geschrieben, über einen verwundeten Offizier. Gewaltige Bildsprache. Ich krieg mich nicht mehr ein. Was ist mit dir, Onkel Sam? Hast du Träume? Weißt du, ich will einfach mal wieder surfen. Am Strand einen Joint rauchen. Eine fette Welle reiten. Ganz tief drin in diesem alten Metro-Bewohner steckt immer noch ein entspannter Kalifornier. Na, das ist gut. Ja, bevor Dad mich dazu überredet hatte, zum Chor zu gehen, trug ich die Haare noch lang. Er sagte mir, die würden einen ordentlichen Bürger aus der Enttäuschung machen, die ich war. Mich nach dem Abschluss zum College schicken. Ich ging zum Chor und sie schickten mich in den Nahen Osten. Wow, und du hoffst, deine Leute würden dich abholen? Ich kann sie hier nicht sehen. Ja, ich halte nicht allzu viel von meinen Leuten. Sobald der Einsatz vorbei ist, reiche ich meine Entlassung ein. Dann fahre ich ans Meer und finde vielleicht ein Schiff. Tja, stell dir das nur vor. Du kommst zu diesem Schiff und sie rufen... Ah, die Russen kommen! Du bist jetzt einer von uns. Du musst nicht wirklich irgendwo hingehen. Zumindest solltest du deine Ushanka nicht anziehen. Die versenken dich auf den ersten Blick. Keine Sorge, ich werde allerdings meine Balalaika mitnehmen. Balalaika! Wer hat irgendwelche Erwartungen, was unseren Empfang am Yamantau betrifft? Naja, deine Erwartungen, Ayosha, sind ja offensichtlich. Spärlich bekleidete Offiziersanwärterinnen, die den roten Teppich ausrollen. Ja, da bin ich ganz einfach gestrickt. Was ist mit euch? Tja, ich hoffe, dass Sie ein paar Fragen beantworten. Zum Beispiel, warum wir im Untergrund bleiben sollen, wenn, abgesehen von unserem Freund Samuel hier, rund um Moskau kein Amerikaner zu finden ist. Ich würde das anders formulieren. Haben Sie, verehrte Herren des Oberkommandos, gewusst, dass wir in Moskau 20 Jahre im Untergrund verbringen mussten? Ach, wie dem auch sei. Ihr könnt eure Fragen stellen, während ich mich mit den Offiziersanwärterinnen vergnüge. Ich weiß nicht. Ich habe einfach Lust auf eine Reise. Oh, da haben wir einen richtigen Touristen. Tja, wir werden es wohl abwarten müssen. Da hast du recht. Darf ich jetzt auch wieder reden? Leck. Bitte, lass mich durch, Artyom. Ja, ist okay, komm, geh durch. Das ist meine Lieblingslieder. So, hat irgendwer von euch noch was zu sagen hier? Ich kann mich hier hinsetzen, okay. Ich hätte mich schon nicht die ganze Zeit hinsetzen können. Ich wusste übrigens nicht, dass er lange Haare hat, der Sam.
Ich würde sagen, nach diesem fast 50 Minuten langen Part beende ich das Ganze hier jetzt mit einem guten Schluck. Ich denke, wir werden im nächsten Part noch ein bisschen labern. Aber hoffentlich auch weiterkommen. Ich versuche in der Zwischenzeit nochmal was. Mal gucken, ob man mit anderen nicht vielleicht doch, knack und so. Aber dafür muss ich mir erstmal Mut antrinken, ne? Alles klar. Ich hoffe, es war okay für euch, dass ich mal so einen Laberpart hier mal wieder einbringe. Das war ja wirklich jetzt fast ein ausschließlicher Laberpart. Was hat euch denn noch gefallen? Der Becher ist leer, ne? Füll mal nach hier. Was? Kein Nachfüllen? Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.